So, willkommen zurück bei Mayhem Single Valley. Wir wollten ja irgendwie hier diese Plattform erklimmen. Gucken, wie das wieder funktioniert hier. So, okay. Kann es ja ein- und ausschalten. Keine Ahnung, was das bringt. Okay, hier wird's laut. Ah, okay. Okay. Also wir müssen uns wahrscheinlich irgendwie da festhalten oder sowas, ne? Ach, mit X. Okay, alles klar. Aber wir müssen nicht mehr von vorne anfangen. Du willst so nicht ganz so dumm anstellen und hier runterfallen. Ich habe schon gesehen, ne? Einer von unseren Kumpels ist da drüben. Okay, los geht's. Yes. Ach, guck mal, da ist auch diese Mixtur wieder. Yay! Au! Boah, aber wenigstens gerettet, oder? Zählt das? Keine Ahnung. Aha, okay, so. Und weg. Alles klar. Dann so. Ja, auch wieder diese Eimer, ne? Was mache ich damit? Ich habe tatsächlich vorhin gedacht, bei dem brennenden Auto, dass ich das irgendwie löschen kann, aber du kannst ja einmal nicht füllen, ne? Kannst du mal hin und her schieben, aber das hat ja keine Funktion irgendwie, keine Ahnung. Hä? Ich hänge. Nee. So, okay. Hier war auch was, ne? Ein Stein? Nee, okay. Wird das was nicht? Hey, wie kann ich die kaputt machen? Spinne hat man auch noch nicht, ne? Nicht? Stock? Ich den aufgesammelt. Nee. Die liegen da. Ah, okay. Verstehe. Ich brenne das jetzt hier an. So, genau. Wie wird jetzt die Spinne los? Probier's und dann gleich mit. Ja, genau. Und so. Roms. Rein da. Geil, eine neue Kassette. Und die hören wir uns gleich mal an. Ein Regenschirm. Ah, das haben wir, glaube ich, im Trailer gesehen, ne? Ob hier nicht jetzt hier springe? Leite ich hier irgendwie? So mehr oder weniger. Und höher abspringen dann? Ist keine Erklärung, ne? Aber, Moment mal. Na, du tust, dass ich jetzt auch nichts, hol die. Bla bla bla. Und hier wollen wir auch noch ein bisschen weitermachen. Ausrüstung. Ein Regenschirm, ein tragbares Dach. Okay, also wir gleiten durchaus. Aber wir können da nicht groß steuern. Wir haben einfach quasi nur einen Gleitschirm. Das ist okay. Damit kann ich arbeiten. Ach, verstehe. Guck mal.
Jülen-Eimer. Keine Ahnung, was mache ich mit den Eimern und... Was da? Haben wir noch einen Stein? Ja. Ölzeichnungen, oder? Ja, die machen nichts. Nee. Okay. Weiter geht's. Nein! Das jetzt hier. Hätten sie auch sparen können, echt. Yay, noch einer. Okay, also da muss ich wohl nicht lang. Ah, hier oben geht's weiter. Okay, verstehe. Oh, eine Schlange. Und dann drüben ist wieder ein Sommerobjekt. Alles klar. Da wollen wir erstmal hin, wenn wir nicht sterben. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Hört sich gar nicht so einfach. Na komm, ich bin nach oben. Echt jetzt? Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, ob der Wind nicht wirklich schiebt oder ob das wirklich nur zum Gleiten ist. Weil hier... Ach doch, jetzt kommt er entgegen, ne? Aber was heißt das für mich? Gar nichts? Hört sich nicht groß anders. Keine Ahnung. Guck mal, hier ist tatsächlich noch ein bisschen was wie eine Zivilisation. Also der Zug ist auf jeden Fall gefahren, ne? Hab ich's? Zählt das? Bitte? Nee, natürlich nicht. Wäre zu einfach. Ach guck mal, jetzt hat er uns doch weggetrieben. Okay, also der Wind scheint durchaus eine Bewandtnis zu haben. Hm. Wie komme ich da runter? Erstmal hier oben. Ohne festhalten, aufsammeln und hoch. Alles klar. Und den schon wieder und weiter geht's. Okay, ich hab's verstanden. Auch wieder so eine Höhlenmalerei. So. Irgendwo hin müssen, links oder rechts? Alles klar, hier haben wir eine Kiste. Hier ist Laser. Gut, da haben wir genug. Ah, krieg mal. Noch was zu werfen? Also muss, reicht die? Ja. Hier ist ein anderer Eimer. Hm. Ja, aber das war's schon. Ich sehe schon eine Mülltonne. Kann erstmal nicht schaden. Gut, versuchen wir in die andere Richtung mal. Okay,
Okay, nee, ich habe auf jeden Fall Zeit. Ich dachte, der Zug ist schneller. Guck mal, hier brauchen wir auf jeden Fall wieder einen Stock oder sowas. Ja, hier ist eine Flamme. Komm ich da hoch? Ach, guck mal, mit dem Regenschirm. Jetzt finde ich es, sprichst du auf jeden Fall höher. Jetzt muss ich irgendwie hier. Nein, 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 zu weit, zu weit, zu weit. Brauche ich den gar nicht, ne? Ui, das war schon wieder knapp. Hier mal Stöcker. Ja. Kann ich auch immer nur einen aufheben. Aua! Holla, die Waldfee. Guck, ob der unendlich brennt oder ob wir da irgendwie. Oh, das ist der gleiche vorne. Wir werfen wir lieber. So. Dinky Nugget Company. Ach so, ah, den brauchen wir als Plattform. Ach schon, der willst du den jetzt hinschieben, aber. Da können wir ja hier hoch. Oh. Dann sind wir erschreckend gut weiterkommen. Kann das sein? Nein! Moment mal. Was soll das? Was habe ich falsch gemacht? Muss ich in die Richtung? Hä? Jetzt will mich das Spiel verarschen. Okay, wenn ich so mache. Ja, bin noch da, bin noch da. Warum hatte ich mich das gerade nach links vertrieben? Oder wechselt der Wind? Keine Ahnung. Ich sehe nicht durch. Alles klar, rein hier, komm. Vorsicht, Ziegen, oder was soll das sein? Ich bin nicht hier drauf gekommen. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ich will doch nur das Ding hier mit dem. So. Was ist mit den Ziegen los? Eieiei. Guck mal. Reicht das? Nee. Springen. Schießt gleichzeitig, aber da brauche ich dritten Daumen. Nee. Nee, das war's auch nicht. Okay, wie kriege ich den runter? Spring zur Seite und schießt dann. Ja. Alles klar, geil. Machen wir so. Dann gehe ich mal hier rüber. Ah, hier ist auch noch einer. Ja, na. War ich in der Laufspur drin? Ihn habe ich jetzt, ne? Nee, nicht. Haselnuss, springen, schießen. Okay, also das war gerade eben noch eleganter. Die Nuss schwebt in der Luft. Sehr gut.
ich denn das gerade gemacht? Oder bin ich von hier gesprungen? Wahrscheinlich, ne? Hier auf dem Schirm. Komm schon, rauf da. Springen, schießen. Was ist da los? Muss doch in die Richtung schießen, die ich will, Maus. Auch hier. Springen und schießen. Einmal noch, komm. Ich war. Zielen, springen, schießen. Ach, warte mal, ich glaube, ich muss erst zielen, ne? Ah ja, okay. Also ich kann während des Springens gar nicht zielen. Macht Sinn. So, jetzt erstmal hier rüber. Die sind natürlich ganz schön oft da. Was soll ich jetzt runter? Nein! Nee, guck mal, da muss ich auf jeden Fall die Lianen lang. Okay, das war einfach. So, was machen wir jetzt mit den Ziegen? Ein zweiter, los, 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 los. Rennen, 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 rennen. Ist wieder sowas? Wie viele dieser Ziegen gibt es? Auweia, okay. Aber Moment mal, ich wollte doch noch... Ich wollte eigentlich darüber. Ach, jetzt habe ich bestimmt auch was verpasst. Ich hätte weiter gemusst, ne? So, jetzt haben wir wieder... erstmal eine neue Musik. Damit das hier alles ein bisschen entspannter ist. Den Kumpel kann ich verschieben. Und hier sind Fledermäuse. 100 pro sterbe ich, ne? Ja. Okay, okay. Ich verstehe, verstehe. Können wir so machen? Warum ich nicht mehr Stöcker nehmen kann? Ich muss meinen Weg durch die Höhle erleuchten, um zu überleben. Was heißt das? Wir müssen die Kiste hier rüber dran. Das ist ja noch easy. Die verschenken sich dann. Ach, Gegner. Aha, Moment mal. Wenn ich jetzt meine Fackel wegwerfe. Ach, genau. Okay, das gibt mir eine Gritze auf. Das eigentlich nicht. Vielleicht macht es Sinn, das erstmal hier zu machen. Wie ist das, wenn ich das da liegen lasse und mir eine Neufacke nehme? Okay, die brennt eine Weile. Springen und schießen gleichzeitig wieder. So. Okay. Kein Risiko. Wir holen nochmal eine neue Fackel. Ein Platz. So. Ein Rinder. Komm. Mehr Fackeln. Okay, das ist noch eine Mülltonne. Die wird auch beleuchtet. Nehmen wir mit. Ah, und jetzt kommt Wasser. Alles klar. Die Frage ist ja jetzt, wie wir hier weitermachen. Das Problem an der Geschichte ist, die Folge ist zu Ende.
Das heißt, wir machen in der nächsten Folge weiter. Also, bis gleich, meine Männer und Mädels. Ciao, ciao.